Die gestandene Kommentarflow ist da mit einer neuen Folge von der Exit Show und mit dabei ist der Nico. Hallo. Und Joe. Ja. Ich dachte mir heute mal, nehmen wir mal mit dem Nico auf, weil wir ein bisschen was zu besprechen haben in der Folge. Jo. Was eigentlich euch angeht und uns auch. Und ja, sure. Was vielleicht, ja, wer weiß, vielleicht merkt man auch davon nichts, aber allein die Tatsache. Ja. So, und ich baue mich jetzt hier hoch, weil ich vorher runtergefallen bin. So, ich verschönere gerade mein Haus mit so Ballenstöcke. Vorne. Nein. Schön, wunderbar. Aber ich glaube, ich habe das Drecksteil jetzt durchgelotet. Ah, ich brauche Wetwalk wieder. Darf ich das jetzt wieder zercraften oder was? Ja, also folgendes Problem. Wir haben ja am Anfang auf Nitrado den Server gehabt. Und dann hat es den meisten zu viel geleckt. Und dann haben wir halt gewechselt. So. Ich habe dann gesagt, ich mache das nicht mehr mit dem ganzen Hosterei. Das macht dann Thomas und Elroas. So. Jetzt ist es so, die haben bezahlt die 3 Monate oder... Nein, das war ein Monat. Ein Monat, 25 Euro, Alter, okay. Und dann ist es halt jetzt so passiert, dass wir nochmal bezahlen wollen, aber man kann da nicht spenden, so. Also und entweder du zahlst 25 Euro oder, ja, halt nicht. Oder, gar nicht. Ja. Und das hat, da hat uns halt Breakin angeschrieben, wir haben da drüber gesprochen und... Die meisten finden das scheiße im Projekt. Beziehungsweise ich, du auch, oder? Ja, klar. Weil Marcel findet es auch scheiße und Samuel, das ist ihm egal. Breakin auch wahrscheinlich. Von den anderen hört man eigentlich nichts, also Elroa und so. Ja, bei Elroa ist ja anscheinend ein PC oder so kaputt, keine Ahnung. Ja, hat er uns aber auch nicht informiert in WhatsApp oder so. Aber ja. Scheiße, habe ich da noch irgendwo Platz in irgendeiner Truhe? Alles voll, ey, Kratzer, shit, da kommt jetzt eine Leiter hoch. Und wir finden, also vor allem, ich finde es irgendwie ist es doof von ihm gewesen, weil man muss ja dann rechnen, dass das Projekt nicht nur jetzt hier einen Monat geht. Ja. Damit muss man halt schauen, ob es dann halt solche Möglichkeiten gibt, um das weiterzumachen. Weil wir wollten halt spenden, nur es geht halt nicht bei diesem Hoster, keine Ahnung wie der heißt, ich möchte jetzt auch keine falschen Vorwürfe machen diesem Host, nur es ist halt ein bisschen komisch, da hätte man sich vorher müssen Gedanken drüber machen. Ja. Und ich habe keinen Bock wieder dass wir wieder Server wechseln müssen, das ist einfach dumm. Ja, muss ich ehrlich sein, es ist... Ja, ich habe auch mega Nerven. Es kann, man weiß ja nicht, auf dem Server kann es vielleicht laggen, du weißt es alles nicht. Man ist ja. Man kennt sich ja damit nicht aus. Das ist halt die Scheiße. So, ich gehe mal hoch, Schlafzimmer ein bisschen bauen. Und ja, ich weiß ja nicht, wenn es da jetzt noch Streit gibt, ob ich im Projekt noch bleibe, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ja, also es wäre auf jeden Fall schade, weil man Architekte dann sich und also auch Spaß macht. Also, ja, es macht schon Spaß, nur. Immer die Server. Das sind halt immer die gleichen Probleme. Und dass man sich davor einfällt, dass man sich darauf öffentlich. Ich fand es ja immer noch am schönsten ganz am Anfang. Wo nur waren wir 3 bis 4 Leute, also Hecht, du und ich. Ja. Da gab es keine Probleme, hat nichts geleckt, gar nichts. Ja, da war Samuel auch dabei. Ja. Oder in der Zeit, wo wir einfach nur zu zweit mal Hexet gezockt haben, eine Folge war das. Aber egal, wir werden mal schauen, was da noch passiert. Ja. Mal gucken. Ich will jetzt noch nicht sagen, dass ich austrete oder so. Wir sehen es ja noch. Okay, ich muss wieder Steine holen. Du, so ein komischer... Ich bin ein Commander, ja? Ja, du bist so ein komischer Commander, ja? Und mein Internet hat sich auch gebessert. Das freut mich ja richtig. Weil manche Tage war ich richtig deprimiert. Da hatte ich dann halt auch Stress mit meinen Eltern, weil ich immer ausgerastet bin. Und ja, aber... ist halt so... Aber es geht jetzt, ich kann hochladen, aufnehmen, reicht. Ich muss jetzt da noch ein paar Jahre mit auskommen, bis ich dann endlich in Köln wohne oder so. Ja, ich mache vielleicht eine Ausbildung in Stuttgart. Stuttgart, aber musst du dann jeden Tag hinfahren oder? Nein, ich wohne dann wahrscheinlich im Hotel oder so.
Ach so, weil du ja da im Hotel dann wahrscheinlich. Ja, arbeite. Also Würden die die dir das Ausbildung. Zimmer dann bezahlen oder was? Ich glaube, ich krieg dann Zimmer, so ein Oder eine Ausbildungszimmer. Erstattung, vielleicht kann auch sein. Ja, irgendwie so auf jeden Fall. Oder ein Zuschlag, irgendwie so, aber. Ja, aber wer weiß wegen. Ich habe ein Hotel, das hat halt mehrere Sitze in Deutschland. Das ist halt geil. Welches? Meinst du, wie heißt Das das Hotel? Merkur-Hotel. Merkur Hotel, ja. Welches in Stuttgart? Am Das ist Flughafen? am Bahnhof. Ah ne, weil ich war damals im Flughafen. Also in der Nähe. Okay. Oder Stadtmitte, glaube ich. Da habe ich da mal gepennt, weil wir von der Türkei kamen und da haben wir unser ein Auto noch da in der Garage gehabt. Und da haben wir da noch eine Chance, so einen Tag gepennt. Eigentlich ganz schön in Stuttgart. Da gibt es auch einen Müller. Die sind so gut wie in jeder größeren Stadt. Aber der ist nicht groß dann. Ne? Wir waren, ah nee, nicht, ich war nicht in Stuttgart selbst drin in der Stadt, sondern in Sindelfingen. So ein Stadtteil. Sindelfingen in der Nähe, ja, ich weiß, ich habe auch oben Verwandte. Ah, okay. Also notfalls, wenn ich da im Hotel kein Zimmer kriege, könnte ich auch bei Verwandten wohnen. Auch Das kein ist kein Problem. Problem. Ja. Ich kenne mich aus in Deutschland. Hoi. Oh ja. Hoi, Spritz. Oh, wie komme ich da am besten zu? Hast Aber du, wenn ne, du. Stone hast du nicht oder Stone Bricks, ne? Ich schau mal in meinen Kissen. Ich hab sie Ah, nicht. okay. Ich kann dir tatsächlich sagen, was ich Siehst hab. du, wie lange wir aufnehmen? Weil ich habe Audacity nicht offen, weil ich ja auf einem Monitor in letzter Zeit nur noch zock. Nein, aber ich kann kurz anschauen. Warte. Ja, okay. Wir nehmen 6 Minuten auf. Erst, okay, Und haben wir schon 6 viel Minuten. gelabert. 6 Minuten 25. Also noch 14 Minuten, sagen Ja. wir bis 21:15 Uhr nehmen wir auf. Ja, so. Soll sich keiner aufbringen, dass ich zu lange Nein, ich habe brauche. ja auch mal überzogen, ein paar Minuten. Yo, ich will jetzt nicht sterben. Nein, tu's nicht. Und als was willst du dann anfangen, wenn, Als Hotelfachmann, Mann. Ich muss okay. auch die Ausbildung direkt zum Hotelfach machen. Da kann ich dann Barkeeper und das wäre nicht so geil. Ah, na, ich habe gemeint, das hat auch irgendwas mit Finanzen zu tun, ne? Nein, aber ich könnte dann also ich könnte dann auch weiter lernen nach meiner Ausbildung. Zum Beispiel zum Manager oder zum Finanz. Kuhhaufen oder so. Okay. Vielleicht wird das ja was. Das wird mich auf jeden Fall freuen. Oh, dann wenn wir jeden Tag, jedes Jahr Gamescom machen, da kannst du immer Cocktails uns machen. Oh ja. So, ich habe mir Soll einfach mal ich Cobblestone Grabsteine gegönnt von mitbringen? den anderen. Oh. Soll ich Grabsteine mitbringen? Grabsteine? Ja. Ja, kannst du ja machen für den Friedhof irgendwann mal, falls wir einen brauchen. Ja, jeder. Wir haben gleich zusammen 6 Tode oder so. Ich meine, Paul das hat, ist. glaube ich, drei, wenn nicht sogar noch mehr jetzt. Du hast Also. zwei, ich habe einen. Ja, ist ein Ding. Also, ich glaube, zumindest das letzte Mal, wo ich mit ihm aufgenommen habe, hat er ja noch 3. Ich weiß nicht. So, was mache ich denn in der Zeit so? Ich, mir fehlt noch sehr viel Stone. Das ist Stone Bricks, also jetzt nicht so viel, aber halt, es Ja, reicht nicht beruhig dich. aus. Ja, beruhig dich. Komm, alles gut. Ja, ich Ja. beruhige mich. Okay, 2, 3, 5, Ich muss erstmal regnen. 6. Ist schon Connector-Right-Helm besser wie ein Ja. 11, das sind Ja. Das macht das Ding fast voll. 17, 23, 29 Bricks brauche ich. Oh, Scheiße. Da habe ich noch ein bisschen was vor mir. Ich könnte mein Bett ja mal hoch verlegen in mein Schlafzimmer jetzt. Da werde ich auch meine Rüstung gleich hinstellen. Es ruckelt ein klein wenig, aber es geht ja so noch so. Na so, das freut mich. Ja, freut erstmal. Die Schuhe brauchen wir. Schuhe brauchen Was? Ah, ich wollte mein Lagerfeuer. Wie heißt das? Feuer? wir. Bei Campfire. Ah, okay. Es gibt ein Lit Stone Campfire. Das ist mit Stein, das andere ist mit Häusern, glaube ich. Ich hole mit Steinen, kann aber nichts brennen, ne, im Haus da. Nein. Gut, ich brauche drei Cobblestone und drei Holzarten und einen Stick. Okay, alles klar. Drei Cobblestone. Jo, wie viel Schaden einfach so ein Tricks Bogen von dem macht. Nice one. Nicht wirklich. Ist jetzt nicht mein Ernst, dass ich hier kein normales. Keine Holzsorte mehr, aber okay, da muss ich mal schon. Au, lecker. Ich meine das. Ich dachte. So, dann hole ich mir da halt Holz.
Mal schauen, was es liegen könnte, dass du keine Leitung hochheben. Manchmal kann ich an Ich kann, Optifine. ich kann. Leiter hoch. Seitdem ich Optifine nicht mehr drin habe, kann ich Leitung hochgehen ohne Probleme. Weil Fiete Biest anliegt, kann ich es auch. Ne, da habe ich immer Optifine drin. Stimmt ja da. Ja, dann kann es wirklich daran liegen. Soll ich einen Kamin machen in meinem Haus? Ich glaube ja, das wird geil aussehen. Ich das hier so hinstellen? Ich will einen roter Kamin dann. Also, und wenn ich dann irgendwie in den nächsten Folgen wieder daheim bin, kann ich auch irgendwann mal mit jemandem Haus anzubauen. Okay. Das habe ich ja eigentlich schon vorgehabt der letzten Folge, aber jetzt bin ich ja hier auch Essenzen cool und so. Krass. Krass. Kratzer Chat. Ich baue jetzt mal einen Kamin, glaube ich. Das. Oh, okay. Wie baue ich den am besten? Kaminartig. Ich da noch? Ah, da kann ich gar keinen Block hinsetzen. Scheiße. Muss ich anders schauen. Ich habe ja noch so. Oh, Black. Kritzechter. So, jetzt geht's wieder. Wo habe ich das denn? Müsste ich da noch irgendwo, glaube ich. Red Rock Panels. Ne, Cover. Muss ich mir mal ein bisschen was einfallen lassen? Bringt ja eh nicht. Dass das nicht so auffällt. Warum sind hier so viele Endermans? Das gibt's ja nicht. Cool. Rift vielleicht, ein Rift. Keine Ahnung. Wir können da danach vielleicht noch eine Folge aufnehmen, wenn du Lust hättest. Können wir gerne machen. Einfach mal ein bisschen vorproduzieren. Haben wir Ja, unter Liste viel zu ich hab's tun. an sich eigentlich lieber, wenn ich so was über die Woche. Ja, bin ich auch nicht unter Zeitdruck meistens. Also, das bei Ja, wegen, dann denke ich halt so, scheiße, ich muss noch was aufnehmen. so, da, wie mache ich es denn da? Ja, kostet flüssig zusammen, da fehlt nichts. Ne, das will ich dann einbauen, weil dann kann man ein bisschen. So, ich hab doch gesagt, du sollst sterben. Okay, ich gehe sterben. Nicht du. Oh, wir hatten gesagt, ich sollte sterben gehen. Bist du ein Zombie? Ich? Ja. Bin ein Zombie. Zombie. Ich bin Zombie. Zimbel. Zimbim. Dann hänge ich irgendwann, wenn ich irgendeine Trophäe aus dem Twilight Forest habe, das an meinen Kamin. Muss Kannst du ich mir. einfach so einen Lizardmann oder so töten und dann so einen Kopf kriegen? Ja, aber das ist manchmal halt ein bisschen schwerer. Ja. Alles ist besser. Alles ist besser. So, dass das mal ein bisschen wie ein Kamin aussieht. Machen wir da noch ein bisschen Fassade dran. So. Wieso kommen da immer die Zombies hoch? Ganz ehrlich, die haben nichts Besseres zu tun, oder? Revier zu sein. Ihr habt das nicht gecheckt. Ich bin Lizardmann. So, sieht gar nicht mal so schlecht aus, mein Kamin. Der wird aber auf jeden Fall noch die. Okay. Die Zauberecke wird dann noch verlegt. So. Ich glaube, Ja, danach übrigens, resette ich aber meinen PC. ich benutze so gut wie immer deinen Vertauschungstisch. Ich hoffe, das stört nicht. Alter, nö. Okay, Sehe ich ja, gar tut mir nicht leid, ein, nö. danke. Okay, ich gehe. So, ja, aus dem Projekt rauskommen. Okay, ja. Stört mich jetzt also. Okay, Das nimm will das. ich zurückerstattet. Okay. Da fehlt mir die Zauberei in meinem Haus dann. Ich denke jetzt hier die Zauberei dann zurückgeben. Schlecht Zauberei zurück. Okay. Habe ich gemacht. Okay, jetzt geht's. Ist okay. Wer hat mich da denn angeschrieben? Mit dieser Fame geiler Flow. Geiler Flow. Streams will ich gar nicht erlauben, das fragt gerade Paul. Ja, es ist Ob eine man Scheiße. Hey, Streams wake up! da machen darf, also. Cool, Sama, stoß dich an, komm runter. Wir sind am Aufnehmen. Ja, warte. Ich töte hier nur kurz einen Tipp, wenn er mich angreift, Ja, dann das lege ich sieht ihn ab. scheiße aus mit dem Zombie-Kopf. Wo mache ich den dann bei? Oh, ich glaube, ich gehe mal schlafen, weil sonst kann ich kein. Wenn ich sterbe, bin ich am Spawn.
Wir sind nicht weit weg von sonst. Ja, ich habe den markiert, aber es sind schon ein paar Meter noch. Ich habe gerade nicht auf, sondern out geschrieben. Jolo. Monster Snurby, och nö. Gib es doch nicht. Gib es doch nicht. Doch, bei Roller. Doch, bei Rolli. Rolli. Doch, bei Rüller. Da vorne ist so ein Sensenmann. Boah, ich lasse, ganz ehrlich, ich lasse es hier die Enchantment-Box einfach hier liegen. Und der hat 160 Leben, aber der hat gegen mich keine Chance gegen mein Schwert, sagen wir mal so. Ich habe bis jetzt nur ein Diamond Gate Sword. Weil ich ein Giant Sword, ein verzaubertes. Ja, genau. Vor und hinter mir ist einfach Creeper, ganz ehrlich. Macht Creeper One-Hit. Mein Schwert, Alter. Wo ist er? Wird's jetzt mal nicht legen, wäre alles okay. Ich darf den PC nicht so lange anhaben. Dann kann ich den Lacker auch mal setzen. Ja, mach ich. Alter, das ist ein böses Chicken gewesen. Ich hab von denen jetzt. Oh, ich hab Essenzfessel bekommen. Was bringt das? Keine Ahnung. Und noch ein Essenz. Ne, Abyss Fragment. Da habe ich jetzt schon zwei davon. Drei. Ich weiß nur, dass eine gefühlte Armee mir einfach nachläuft. Komm nach Hause. Nö. Ich will hier noch den Boss hier blätten. Drake, ich ist mal kurz auf zu Tode. So, kann ich jetzt vielleicht. Ach, da ist die Spinne. Komm her, du Hund. Spinne, nicht Hund. Sorry, ich wollte dich nicht innerlich verletzen. Das darf schon nicht. Also, Flo, es geht eindeutig zu weit. Hätte ich bloß ein paar Pfeile dabei, ne? Scheiße. Okay, es ist tot, da kann ich jetzt auch hoffentlich mal schön beruhigt schlafen. Nö. Wie lange nehmen wir auf jetzt? Weiß ich nicht, die Zeit fällt schon. Da können wir vielleicht doch pünktlich machen, wenn wir nicht überziehen. Ach, kannst du kurz leften? Ja, okay, ich lefte. So, gut, kannst wieder rauf. Wir nehmen 17 Minuten auf. Okay, dann machen wir bis 11. Dass wir auch pünktlich sind. Dass ich dann mein PC kann resetten und dann können wir wieder aufnehmen. Okay. I finding das gut. I finding das not good. Weil du dabei. That's very good. Good word. So, erstmal den Zombie-Kopf hier oben raus. Ja, anständiger Kamin hier, mein Zombie-Kopf. Yo. Ja, aber mir läuft wirklich. Was kommen mir die ganzen Diamantketten? Was kann ich mit Essenz Dingsbums? Was ich glaube, ich kann. Gibt es da nicht Essenz? Essenz Extractor, der da irgendwas draus macht. Okay, da brauche ich Endstone. Das kriegt man meistens nur durch so ein Gottestempel. Wenn du willst, kann ich dir Endstone mitbringen. Hast du? An dem Teil, wo ich vorher war. Hol mal genug mit, ich sag dir mal später, was wir damit anfangen können. Das muss nicht jeder in der Aufnahme wissen. wenn ich zurücklaufe, hol ich dir. Ah, dann können wir nämlich was Gutes bauen daraus. Ich habe einen Revolver, Bitch. Bitch, okay. Oh yeah, Bitch. That's my shit. That's my shit. Die Stimme ist echt durch das Mikro mega geil. Es ist wirklich ein geiles Mikro für wenig Geld, muss ich echt sagen. Also besser als so ein Rode oder was. Ich habe einfach erstmal 5 elektrische Sensen in der Küche gefunden. Okay, geil. Läuft. So. Ich habe einfach meine Golden Feather da reingeworfen. Hast du schon eine Golden Feather? Ja, ich habe gerade eben schon wieder 2 gefunden. Geil, ich habe einen Longbow. Ist mir gerade mal aufgefallen. Und so ein ganz komisches Backpack, das habe ich vom Skelett bekommen. Backpack Diet heißt das. Ja, das ist so selten. So selten. Das ist schon irgendwie verbraucht. Aber es ist irgendwie so selten. Das kann ich gleich auch irgendwie aufladen. Ja? Ich glaube irgendwie. Ich bin sicher. Vielleicht sehe ich hier auch gerade die größte Scheiße der Welt, aber. Machst du, glaube ich, immer so große Scheiße der Welt erzählen, ne? Ja. Bist du bereit zum Stoppen? Also für Aufnahme? Ja, von mir aus könnten wir stoppen. Okay, dann war's das mit der 11. Folge von der Hexenfrau. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.